freue mich, dass die Bundesvorsitzende der jungen Wirtschaft, Amelie Groß, heute mit mir gemeinsam dieses Pressemeeting begleiten wird. Und ich möchte mich gleich sehr, sehr herzlich bedanken dafür, dass Sie mit ganz großem Engagement und mit einer jungen Wirtschaft mit über 40.000 Mitgliedern österreichweit imstande ist, eine positive Motivation und positive Energie für potenzielle Gründer zu vermitteln, die dann im Rahmen der Wirtschaftskammer professionell begleitet wird durch unsere Gründerzentren. Das müssen Sie sich vorstellen, wie wenn ein Kind auf die Welt kommt. Da gibt es eine pränatale Phase, dann gibt es das Eigentliche, die Geburtsphase und nachher die Gehschulphase. Und wir sind in der pränatalen Phase sind wir drinnen. Das heißt, wir checken die ganzen Ideen, die potenzielle Gründer bringen, auf ihre Praxistauglichkeit und auf ihre Professionalität im Rahmen von Geschäftsplänen, was die Umsetzung betrifft. Und wir erreichen damit, dass wir nachhaltige Gründungen erreichen. Das ist aus unserer Sicht entscheidend. Und dann in der eigentlichen Gründung machen wir dann alle Förderungen, Anmeldungen und so weiter, helfen wir mit. Und dann nachher begleiten wir. Das ist dann die junge Wirtschaft, wo die jungen Gründer in Netzwerken mit schon Erfahrenen, mit Übernehmern eingebunden sind. Und auf diese Weise entsteht eine tolle Dynamik. Eine tolle Dynamik, die zu tollen Zahlen führt. So, und jetzt bin ich beim Thema. Meine Damen und Herren, was würden Sie sagen, wenn jemand von weit her kommt und sagt, ich gründe jetzt in Österreich ein Unternehmen und beschäftige 70.000 Menschen. Toll. Oder Sie würden sagen, der spinnt. Es ist so, dass von weit her einer kommt und gründet ein Unternehmen mit 70.000 Mitgliedern, tatsächlich der Fall ist. Es ist nur der Unterschied, er kommt nicht von weit her, sondern er ist schon im Lande. Und er ist nicht einer, sondern es sind 30.000. 30.000 Neugründer, die 70.000 Arbeitsplätze schaffen. Meine Damen und Herren, das muss man sich in dieser Republik einmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Das nehmen wir als irgendwo als Selbstverständlichkeit hin. Wird das ausreichend gewürdigt? Wird die Stimme der Jungen, der Beginner ausreichend gehört? Gibt man ihnen die notwendigen Rahmenbedingungen? Dafür sind wir da. Und ich kann Ihnen heute sagen, dass wir im vergangenen Jahr mit 29.878 Neugründungen ein Plus von 1,9% gegenüber dem Vorjahr haben. Die Insolvenzen sind um 2,8% zurückgegangen, waren bei etwa 5.000, sodass wir in unserem Land den erfreulichen Zustand haben, dass auf 6 Geburten nur ein Todesfall kommt. Na, das ist eine schöne Dynamik. Da kann man sich schon entwickeln. Wir haben also pro Arbeitstag 115 Neugründungen. 115 Neugründungen. Und was mich besonders freut, als ich im Jahr 2000 in meiner Funktion hier gestartet bin, hat es einen Anteil von 33% bei den Gründungen gegeben, die weiblich waren. Heute sind es 45%. Auch das ist der höchste Wert, den wir hier je gehabt haben. Auch die Gründungszahl ist seit 10 Jahren die höchste. Wir freuen uns, dass damit 70.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und in der Aufteilung freut mich das auch. Es ist nicht eine Sparte, es ist nicht nur jetzt irgendeine Modeströmung. Nein, es ist eher sogar traditionell. Wir haben von 10 Gründern haben wir 4 im Gewerbe und Handwerk, 3 haben wir im Handel, 2 haben wir in Information und Consulting und einen im Tourismus. Ganz grob und gerundet. Aber das kann man sich vorstellen damit, dass es eine Breite ist, die wir hier im Gründungsgeschehen haben.
Ja, wir motivieren die Gründer immer wieder. Es ist toll, immer bei euren Bundestagungen dabei zu sein und mit den jungen Leuten in einem wirklich tollen Dialog zu sein. Das ist auch für mich ein Jungbrunnen, gebe ich gerne zu. Und den Menschen erklären, dass sie mit Gründungen ja nicht nur dem Land einen Dienst erweisen, nicht nur selbst Ideen durchsetzen, sondern auch die Sinnfrage im Leben für sich im beruflichen Bereich beantworten. Was kann es besseren Sinn geben, als selbst seine eigenen Ideen umzusetzen und andere Menschen für diese Ideen zu begeistern und mitzunehmen auf die Reise in die unternehmerische Zukunft. Und das ist der Kernpunkt. Kernpunkt heißt nicht mehr verdienen oder weniger arbeiten, ganz im Gegenteil. Du wirst als Unternehmer, als Neugründer am Anfang weniger verdienen und mehr arbeiten müssen. Und du tragst mehr Risiko. Und es wird Nächte geben, wo du weniger schlafen musst, weniger gut schlafen wirst. Aber es macht Freude, es vitalisiert, es gibt dir innere Kraft. Und Selbstständige, das sagt die Statistik, leben 3 Jahre länger. Warum denn? Sie sind 25% weniger krank, sie haben 50% weniger Urlaub, sie arbeiten 50% mehr. Da geht es nicht um 40 Stunden, sondern da geht es um 60 Stunden. Im Durchschnitt bitte. Und sie leben trotzdem 3 Jahre länger. Das muss ja einen Sinn haben. Die innere Kraft, die Freude einer Umsetzung ist es. Ja, das Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren. Die GmbHs sind mit 12,5% aller Neugründungen. Die GmbH-Sache ist eine hartschere Geschichte. Sie kennen die Story. Am Anfang haben wir es einmal wirklich toll gemacht. Stammkapital 10.000 Euro ist im internationalen Vergleich immer noch im Mittelfeld. Wir wollten bewusst nicht die 1 Euro GmbH machen, denn selbstständig zu werden, soll schon eine gewisse Zugangshürde sein, dass man es ernst meint und nicht spaßhalber mit 1 Euro was gründet und dann wieder verschwindet. Nur dann hat die Politik einen Murks draus gemacht und mit diesem Murks müssen wir jetzt umgehen und wir müssen schauen, wie wir zu Rande kommen. Mich freut es, dass die Nachhaltigkeit gegeben ist. 7 von 10 Unternehmungen sind nach 5 Jahren noch immer in den Händen der Gründer am Markt aktiv. Manche sind verkauft worden, was immer, aber 7 von 10 sind in den Händen der Gründer. Das heißt, es ist eine Nachhaltigkeit. Die gründen, bleiben dabei und sie sind erfolgreich dabei.